Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video bei Gran Turismo Sport Geld farmen leicht gemacht. Ja, Geld farmen hier bei Gran Turismo Sport ganz leicht für jedermann hier zu schaffen. Wirklich mega leicht hier bei Gran Turismo Sport. Ja, das Rennen ist schon gestartet. Ihr könnt zuschauen, wie leicht das Ganze hier zu fahren ist. Ja, liebe Leute, ihr geht einfach auf die GT-Liga. Kennt ja jedermann. GT-Liga einfach draufklicken und dann geht ihr auf die Profiliga. Ja, und wenn ihr dann bei der Profiliga seid, dann sucht ihr euch das Rennen aus Red Bull X 2014 National Cup. Ja, dieses Rennen bitte aussuchen, liebe Leute. Und dann geht ihr auf Rennen Nummer 5. Ja, da müsst ihr nur 3 Runden fahren. Das ist dieses Rennen hier. Das seht ihr da oben, 3 Runden. Das ist wirklich mega leicht zu schaffen. Ja, man bekommt hier wirklich richtig viel Kohle in kürzester Zeit. Und das Gute daran ist, das kann wirklich jeder schaffen. Ja, weil viele Leute haben mich angeschrieben hier bei Gran Turismo Sport hier auf der PlayStation. Ja, ich brauche ein bisschen Geld hier für teure Autos hier. Wisst ihr ja alle selber, die Autos sind hier teilweise sehr teuer. Wie kann man denn am besten Geld farmen? Ja, in meiner Playlist findet ihr natürlich unter Geldtricks viele Geldtricks, ja, was vom Prinzip für jedermann zu schaffen ist. Aber ich wollte hier mal ein Video zeigen, ja, weil speziell viele gefragt haben, gerade auch Fahranfänger, ja, wie kann ich denn irgendwas schaffen, weil ich kann nicht fehlerfrei fahren. Irgendein Rennen, zeig mir mal irgendeinen Trick, ja, wo ich wirklich viel Geld farmen kann. Hier bei Gran Turismo Sport, ja, und was ich wirklich leicht schaffen kann. Ja, die Frage wurde mir oft gestellt von Fahranfängern, die wollen einfach hier ein bisschen Geld farmen bei Gran Turismo Sport, Geld verdienen für die richtigen teuren Autos hier. Und dafür ist dieses Rennen absolut gut geeignet hier. Profiliga, wie gesagt, Red Bull X 2014 National Cup. Rennen Nummer 5. Ja, ihr seht schon, wie ich da immer abkürze. Genauso solltet ihr auch fahren als Fahranfänger. Ja, also könnt eigentlich die ganze Zeit hier Vollgas fahren. Und dann solltet ihr das eigentlich schaffen, weil es ist wirklich so mega leicht, ja. Also wenn ihr jetzt probiert, als Fahranfänger hier ein fehlerfreies Rennen hinzulegen, ja, okay, könnt ihr trotzdem probieren, vielleicht schafft er es nicht. Aber speziell die Fahranfänger haben mich ja gefragt, hier, guckt, da wieder abkürzen. Normalerweise müsste man da jetzt abbremsen und dann die Kurve so fahren. Aber ihr brettert einfach über den Sand drüber hinweg. So, bei der nächsten Kurve wieder. Genau, hier macht er genau das Gleiche. So, ohne abzubremsen, einfach darüber brettern und weiter geht die Reise. Ja, und dadurch, weil man hier abkürzen kann, speziell bei diesen Rennen, ist absolut gut geeignet. Man muss nur 3 Runden fahren und kann hier mega gut abkürzen. Dadurch ist dieses Rennen speziell für Fahranfänger mega leicht und sollte echt für jeden hier zu schaffen sein. Ja, nicht nur für Fahranfänger natürlich, auch für andere Leute, die hier Geld verdienen möchten bei Gran Turismo Sport. Für die ist dieses Rennen auch absolut geeignet natürlich. Ja, natürlich, wie gesagt, in meiner Playlist findet ihr noch viele andere Geldtricks, natürlich auch Geldtricks, wo ihr viel noch und viel mehr Geld verdienen könnt natürlich. Aber da sollte man vielleicht kein Fahranfänger sein, sage ich jetzt mal so.
dann kann man das auch schaffen. Aber schaut einfach mal selber vorbei in meiner Playlist unter Geldtricks. Da findet ihr, wie gesagt, viele, viele Videos. Ja, und bei der GT-Liga, also in meiner Playlist, findet ihr sowieso jedes einzelne Rennen von der GT-Liga, angefangen von der Anfängerliga, Amateurliga, Profiliga und natürlich auch die Langstreckenliga. Ja, jedes Rennen findet ihr in meiner Playlist. Wer da also mal Hilfe braucht, kann gerne in meiner Playlist vorbeischauen und findet dazu das jeweilige Video. Ja, oder wenn ihr zum Beispiel Hilfe braucht bei irgendeiner Streckenerfahrung, ja, selbst da könnt ihr in meiner Playlist vorbeischauen unter Streckenerfahrung. Da findet ihr auch viele, viele Videos. Und da kann ich euch auf jeden Fall damit weiterhelfen. Ja, nicht nur Streckenerfahrung, zum Beispiel die Anfangsmission hier, Fahrschule. Ja, alle Missionen von der Fahrschule findet ihr auch in meiner Playlist. Oder von den Missionen. Ja, gibt es ja hier richtig viele Missionen bei Gran Turismo Sport. Da findet ihr auch umfangreiche Videos von jeder einzelnen Mission mit hilfreichen Tipps und Tricks in meiner Playlist. Also wenn ihr da mal Hilfe braucht, einfach vorbeischauen. Ja, und natürlich auf meinem YouTube-Kanal auch Update-Informationen. Ja, alles hier up to date. Hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand rund um Gran Turismo Sport. Ja, und natürlich auch, wenn Gratisspiele rauskommen. Ja, jeden Monat gibt es ja hier bei PlayStation Plus Gratisspiele. Da findet ihr auch in meiner Playlist PS Plus Gratisspiele. Ja, da halte ich euch auch immer auf den neuesten Stand, was hier alles neu ist bei Gran Turismo Sport. Ja, und für Leute, die sich für die PlayStation 5 interessieren, die ja irgendwann bald rauskommt, ja, da freuen sich wahrscheinlich schon viele drauf. PlayStation 5, neues Gran Turismo, ja, viel bessere Grafik. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut werden, ja. Und zu der PlayStation 5 findet ihr auch ein sehr, sehr umfangreiches Video mit allen Informationen der PlayStation 5. Erscheinungsdatum und alles, was ihr wissen wollt, ja, könnt ihr euch gerne mal dieses Video auch anschauen, ja, also wenn Interesse steht, PlayStation 5, ja, ich gehe mal davon aus, dass viele auf jeden Fall Interesse haben, sich die PlayStation 5 denn zuzulegen, wird auf jeden Fall cool mit dem neuen Gran Turismo. Ja, und jetzt haben wir das Rennen hier schon beendet. In 8 Minuten kann hier jeder Fahranfänger mega leicht 230.000 Preisgeld gewinnen. Ja, ist schon ordentlich für 8 Minuten. Ja. Verdiente Meilen 700, zurückgelegte Strecke 40,6 Kilometer und Erfahrungspunkte bekommt man hier 4.300. Sollte man dieses Rennen jetzt fehlerfrei fahren, bekommt man jeweils bei Preisgeld und Erfahrungspunkte noch einen Bonus von 50%. Ich hoffe, das Video, liebe Leute, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch hier einen Daumen nach oben. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann macht's gut und ich wünsche euch allen da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport.